Also das ist am Leuchten geblieben, vielleicht einfach mal rumprobieren. So. Dahin. Dahin. Und ja, da. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! So. Ich habe keine Ahnung. Letzter Versuch. Oha, das Sprengsignal. Achtung, Sprengung! Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll, Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Ja, was mache ich denn jetzt? Startfallschild, Schwamm. Lörre, das einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Genau. So immun bin ich auch gegen Werbung. So, pass auf. Wir nehmen den Schwamm. Machen ihn nass. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Okay. Zugegeben, es war eine blöde Idee. Mein Schweißgerät. So. Okay, guck mal einfach mal, ob wir hier irgendwas... Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Aha. Niemals. Und Toni wird es... Das muss nicht... nur dem Pfeil fehlt noch das gewisse Etwas. Das muss nicht umgefüllt... Das muss nicht... Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Mit leeren... Das muss nicht gewartet werden. Die Gedüsch. Aha. Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Ich meine, es... Und sie trinkt Bier. Ja. Niemals. Und Toni... So.
Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösser. Verdammt. Ja. Nichts mehr da. Jetzt brauche ich echt einen Plan. Aha. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Muss ich hier noch was machen? Automat, Hebel. Mist. Gehen wir nochmal vor das Stadttor. Hallo? Brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Freigegeben ab 12. Schon Betty Stier. Irgendwas muss ich ja mit dem machen, sonst hätte das Ganze ja keinen Sinn gehabt. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Der hat nur dem... Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Toro! 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 Ich weiß noch nicht mal, wofür das gut war, was ich hier gerade gemacht habe. Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt! Vielleicht. Es gibt sicher einen. Vielleicht einfach aufbrennen? Wenn ich das zuschmeiße, bekomme ich es. Es gibt sicher einen leichteren Weg. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Ah ja. Was auch immer er mir damit sagen möchte, ich check's grad nicht. Ach Gott. Muss doch irgendwo mal weiterkommen. Bei aller Empathie, ich habe keine Ahnung. Merkt er über... Hey Wenzel,
Was gibt es? Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Bis später. Genau. Reden wir nochmal mit dem. Hallo nochmal. Hi, Rufo. Genau. Was treibt ihr da unten eigentlich? Na was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Wenzel. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Toni. Mal nachdenken. Toni? 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 Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Rufus. Mal nachdenken. Rufus, Rufus, Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Nochmal wie? Nochmal? Wie war noch? Vergiss. Schon geschehen. Noch was? Bis bald. Tschö. Rufus. Genau. Gott, was mache ich denn jetzt? Du, Lonzo. Ja. Bekomme ich einen Schnaps? Kommt drauf an. Begleichst du deine Schulden bei mir? Aber klar. Sobald ich wieder flüssig bin. Du weißt doch, dass ich ein Mann bin, der zu seinem Wort steht. Zumindest bis du ein neues Wort gefunden hast, neben dem du besser aussiehst. Das hast du schön gesagt. Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... Sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? Genau. Hast du zufällig etwas, das wach macht? Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Eine Art ultimativen Wachmacher. Lonzo, alles klar? Okay, vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte noch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Oh Mann! Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Hey, wow! Du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Aber nicht irgendeine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und ihr Schleifen ins Haar gebunden. Genau. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht.
Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du mir die Zutaten bringst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Was für ein Gekrake. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak. Aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Okay. Auf jeden Fall war auch eine Chilischote dabei. Was war das? Ah, die Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann. Ja. Das heißt, dass wir beim nächsten Mal mit offener Notfallstation weitermachen können. Also, wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.